Hallo und zurück, da sind wir wieder. Dann geht's weiter. Und ich wollte mal reinschauen, ob ich hier reinkomme. Ich glaube es nicht. Du siehst einen hochgestellten Teller. Genau, ein Schritt davor. Da auch noch. Das ist blöd, dass jetzt meine Typen da wieder reinrennen werden. Wahrscheinlich hier links auch. So. Kann ich hier einfach rein? Du hast die Falle ausgelöst und erhältst einen Treffer für 36 Trefferpunkte. Okay. Oh, hier ist ja alles mit Sicherheit und sonst was. Du findest keine Fallen an der Tür. Kann ich die nur einmal auslösen? Die Tür scheint verschlossen zu sein. Da kann ich gleich wieder in die Wüste, um mich nochmal heilen. Super. Du schaffst es nicht. Da war noch eine Mine. Bin ich aber sehr knapp dran vorbei. Bevor ich mich heile, möchte ich aber noch ein so ein Teil mitnehmen. Wenn ich es denn schaffe. Ohne das andere zu wecken. Na, ich probiere es mal aus. Vielleicht nicht zu nah ran. Noch ein bisschen Abstand lassen. So, für 15 Trefferpunkte. Schön, da schießen beide auf uns. Und die greifen nicht an. Und hat den Rest seiner Munition. Was? Turm kritisch verfehlt und hat den Rest seiner Munition verloren. Das ist ja gut, aber wir sind ja eh gleich tot. Schwer verwundet. Größte Treffer, interne Reparatur eingeleitet. Der wird dann besonders leicht zu besiegen sein. Deswegen nehme ich ausnahmsweise mal einen Super Stimpak. Weil der jetzt keine Munition hat und dadurch kann man den ziemlich einfach besiegen. Ja, jetzt kann ich mit der Waffe aber nicht mehr feuern, das war klar. So. Was? Einzel, so. So gut wie tot. Nicht getroffen, super. So, und du hast keine Munition mehr, wenn ich richtig verstanden habe. Das heißt, ich kann sehr nahe kommen, ohne dass du mir was antust. So, wäre eigentlich Verschwendung, hier jetzt damit drauf zu feuern. Aber ich habe eh keine Nahkampfwaffe im Inventar, dachte ich. Deshalb waren wir so. An der CBU. Das war jetzt ein glücklicher Zufall, dass er sämtliche Munition verloren hat, weil er mich kritisch verfehlt hat. Ah, ich denke noch ein Treffer. Ah ne, er ist schon komplett dahin. Ja, bevor wir da reingehen, auf jeden Fall nochmal uns komplett heilen mit unserem alten bewährten Trick. Und dann hoffe ich mal, ich kann da einfach reinspazieren, denn da waren so viele Sicherheitsroboter, ob sie da nochmal das große Tor, das Haupteingangstor, nochmal gesichert haben. Ich lasse mich überraschen. So. Bis zur Heilung ausruhen. Ich kann ja gar nicht auswählen, dass ich so lange warten möchte, bis die ganze Gruppe geheilt ist. Wahrscheinlich, weil schon alle komplett geheilt sind. Bis auf ich. Weil die Türme seltsamerweise nur auf mich gegangen sind. Andererseits ganz gut, ich habe nämlich die dickste Rüstung von allen an. So, dann gehen wir wieder ins Auto rein.
So. Sind jetzt eigentlich die Minen wieder alle verdeckt, die ich... Nee, die ich entdeckt habe. Nein, die sind noch da. Das da ist da und hier die drei Minen. Da kann ich dann wahrscheinlich rein. Muss ich wahrscheinlich auch, weil es hier verschlossen ist. Wo erstmal überprüfen, ob hier auch eine Falle aktiv ist. Ah, du findest keine Fallen. Traue ich nicht ganz. Ah, ich kann hier gar nicht rein. Ist komplett dicht. Das heißt, ich muss da durch. Sieht aus wie ein Bunker. Lüftungsschlitz. Was, da kannst du nicht hin? Klar kann ich da hin. Geh mal runter. Du siehst Netzschalter. Den muss ich bestimmt aktivieren, damit sich das Tor öffnet. Aber warum sind dann die Roboter aktiv, wenn kein Strom da ist? So, die Spannung fällt auf 0 und steigt anschließend auf 50%, sobald die Sicherungsgenerationen wieder aktiv werden. Sicherungsgeneratoren wieder aktiv werden. Ja, kann ich jetzt rein oder was heißt das? Man muss die erst reparieren. Stromgenerator. Ein Stromgenerator von Typ Watts Elektrobox. Ziemlich typisch für Notstromaggregate vor dem Krieg. Nö, ich komme auch nicht rein. Oder geht das jetzt auf? Nee, immer noch nicht. Oh, ich bin gerade überfragt, was ich machen soll. Nicht in die Mine rein. Ja, lauf da rein. Schön in die Mine. Oh, ich kann gar nicht hinsehen. Da muss ich doch Munition fürs Artilleriegeschütz finden und damit dann die Tür vorne aufsprengen. Ich weiß es nicht. Vor allem, weil ich hier nichts Wirkliches gefunden habe. Muss ich die doch reparieren? Sind die defekt? Oder wie läuft das jetzt hier? Ich kann das machen. Ja, dann mach das auch. Lass mich helfen. Ein leises Summen ist zu hören, als der Strom wieder durch die Basis fließt. Ach, ich muss es nochmal betätigen, okay. Masterwort ist getroffen für 12 Punkte, warum auch immer. Ja, jetzt ist Strom wieder da, aber was bringt mir das? Nichts. Ja, renne in die Mine rein, ist mir egal. Und du, ne? Hier ist auch ein großes Tor, Wand. Kann ich das vielleicht aufsprengen? Wir testen es mal aus. Wen habe ich es gegeben? Tauschen.
So gehst du nicht auf. So wende ich Gewalt an. So. Aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. Das wäre zu einfach. Ich habe jetzt Strom aktiviert, deaktiviert, wofür auch immer. Vielleicht habe ich sowas deaktiviert, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich kann man damit doch die Roboter irgendwie hier aufhalten, stoppen oder wie auch immer. So, wir machen eine Minute ist mir zu lange, 20 Sekunden und dann gleich wegwerfen. Und schnell weg hier. Ihr könnt ja gerne zugucken, aber ich hau lieber ab. Wie lange 20 Sekunden sein können. Es passiert überhaupt gar nichts. Das ist in der Mitte. Das ist wieder auf 50%. Als ich hier runtergegangen bin, waren die komplett an. Hallo? Ich habe gerade die Leiter gehört. Ach, weil hier wieder mein Weg versperrt ist. Hier komme ich nicht rein, da komme ich nicht rein. Obwohl Löcher drin sind. Da komme ich nicht rein. Tja. Keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich fahre mal zurück und sage denen, ja, alles geräumt und so, aber ich komme nicht mehr rein. Ob ihnen das ausreicht, ich weiß es nicht. Wenn nicht, dann speichere ich ab, weil ansonsten ist die Rückfahrt eh sinnlos und werde jetzt doch dann zum Anfang wieder mit der Komplettlösung arbeiten zu müssen. Was ist denn hier los? Du begegnest einigen Mafiosis. Du siehst einen Banditen. Oh, Banditen. Euch erledige ich doch eh alle. Das gibt Munition für mich. Pass auf, wo du dich in Reno aufhältst, sonst könnte dir was zustoßen. Bleib mir bloß vom Leib. Einfache Reisende, was gibt's ja nicht? Hilfe bei euren Wertsachen gefällig. Die greifen mich gar nicht an. Bisschen schade. Vielleicht trauen die sich nicht. Na na, was haben wir denn da? Wer weiß. Ich will tagsüber rein, ja. So. Na, oh, jetzt hat er die Tür zu. Warum das? Muss ich ihn wieder fragen, ob ich rein kann? Danke, dass du herausgefunden hast, wer Richard umgebracht hat. GUDW, wir stehen in deiner Schuld und die Vikes bezahlen ihre Schulden immer. Was kann ich für dich tun? Nichts, danke. Tut mir leid, dass ich dich belästige. Okay. Kann ich einfach so reinspazieren anscheinend. So, du bist... Hast du gute Neuigkeiten für mich? Hast du einen Eingang in diese Armeebase gefunden? Noch nicht. Wenn... Naja. Okay. Ja, genau das frage ich mich. Oh, der Eingang. Zwar bin ich jetzt weiter als die Mannschaft davor, aber... Boah, ich hau jetzt in die Komplettlösung. Ich habe keine Ahnung, wie ich da reinkomme. Da kann ich den Strom verändern, aber es bringt mir das nichts.
Die Tür ist, keine Ahnung, wird mir angezeigt, ist eine Tür, aber ich kann sie weder knacken, öffnen noch sonst was. Da zeigt noch nicht mal an, dass es fehlgeschlagen ist. Passiert nämlich gar nichts. Wenn dann nur über das Teil, aber das ist verschlossen. Es gibt doch bestimmt auch andere Wege, als nur hier über Öffnen reinzukommen. Vielleicht kann ich hier die Tür sprengen, aber das glaube ich auch nicht wirklich. Wo ist mein Smartphone? Sorry, aber da muss ich jetzt wieder mal eine Komplettlösung schauen, wobei ich das ziemlich ungern mache bei Computerspielen, aber... Ich will wissen, was dahinter ist. Google, dein Freund. Fallout 2. Das nennt sich ja Sierra Army Depot. So, einen Weg hineinfinden, das sieht doch sehr nach unserer Beschreibung aus. So, was? Okay, da kannst du. Ja, hier steht auch mit einem Scharfschützengewehr, soll man sie am besten ausschalten. Ja, hier sind lauter Optionen, wie ich die ganzen Dinger ausschalten kann. Die habe ich schon ausgeschalten. Der Bäcker hat, was? Ich soll nochmal in den Bunker. Da drinnen ist tatsächlich Munition für die Haubitze, hä? Habe ich was übersehen? Nochmal zurück. Also kann ich doch mit der Haubitze das aufballern. Oder haben die das hier gemeint? Also die sprechen doch vom Bunker. Nochmal. Eine Falle an der Tür. Und wenn dann er das auf der Seite bigger gewertet ist. Nein, es soll hier tatsächlich irgendwo eine. Hat er die Komplettlösung wirklich ein bisschen. Meiner Meinung nach unpräzis ist. Zum Teufel ist hier was. Hier ist nur dieser eine doofe Schalter. Der Raum ist größer als gedacht, wenn ich mal sehe, dass ich hier noch weiter rein kann. Danke, Komplettlösung. Jetzt weiß ich eigentlich auch nicht viel mehr als vorher. Bloß, dass es hier tatsächlich Munition für die Haubitze gibt. Wenn ich jetzt noch finde, bin ich happy. Kann ich doch hier rein? Ach, ich schau gleich mal eine deutsche Komplettlösung, die ist vielleicht genauer. Achso, hier ist nirgendwo Munition. Mit dem Hammer kann ich das Teil schlecht laden. Hier macht er rum und macht gar nichts im Endeffekt.
Dabei geht meine Teammember drauf, weil sie zu dumm sind und über die Minen laufen. Kann ich hier vielleicht Wissenschaft anwenden, auf den Computer zugreifen? Wow, du lernst nichts. Ich schau nochmal kurz in der Komplettlösung. Das kann doch nicht sein. Oh, es wiegt 40 Pounds. Small Storage Bunker on the West Side. Auf West? Westen ist eigentlich dort, aber im Westen, da ist ein Bunker. Ah, da komme ich auch gar nicht rein. Was wollt ihr von mir? Ja gut, aber ich euch jetzt langweile, weil das wird dann doch eine längere Aktion, bis ich hier die richtige Komplettlösung mache, finde, würde ich jetzt mal sagen, ich speichere ab, mache einen Cut und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Keine Ahnung, jetzt hier die, was ich hier machen muss. Deswegen würde ich sagen, bis dann.